Ich bin der Walter Ulbrich und stehe jetzt heute fürs Nord-Süd-Forum Fürstenfeldbruck. Der Antonio Andreoli, Professor, hat in Deutschland studiert, kam nach 2001 nach Deutschland und war dann ja relativ schnell berühmt. Er hat ein Buch herausgebracht, was nach wie vor eigentlich immer noch das Wichtigste ist in dem Bereich der Agrogentechnik. Und mit diesem Buch bist du auch hier in Fürstenfeldbruck bekannt geworden und hast hier auch die Gruppe der Gentechnik-Gegner hier unterstützt, die es ja geschafft haben, Bayern praktisch doch immer noch als gentechnikfreie Landwirtschaft durchzubringen. Was Nettes habe ich gefunden in deinem Festvortrag zur Verleihung des Bayerischen Naturpreises 2020. Da hast du gesagt, die Bundesministerin für Landwirtschaft in Brasilien hat gesagt, dieses Buch, das sei nicht wissenschaftlich, weil es jeder Bauer, der es liest, verstehen kann. Da hast du gesagt, das ärgert dich nicht, sondern das ist ja sogar eine Auszeichnung. Und genau das willst du sein, ein Vermittler auch zwischen Wissenschaft und der praktischen Tätigkeit eben als Bauer, als Sohn eines brasilianischen Sojabauers, der deutsche Wurzeln hat. Und von daher sprichst du ganz gut Deutsch und hast vor allen Dingen auch deine ganzen großen Veröffentlichungen, eine ganze Anzahl hier in einem weiteren Buch, jetzt 2020 im Ökum Verlag veröffentlicht, mit dem Titel eben Brasilien zwischen Hoffnung und Illusion. Du bist 2009 nach Brasilien zurückgegangen, hast dort aufgrund einer Berufung in der Gründungskommission einer, sag ich mal, vereinfacht Bauuniversität was Tolles aufgebaut. Wie siehst du als Brasilianer jetzt, nachdem du dreimal jetzt immer im Abstand von 3 Jahren hier drüben in Deutschland warst, ja vielfach auch auf Podien warst, auch bei der Grünen Woche in Berlin wieder oder auch bei Universitäten, vorgestern in Freiburg, dass du jetzt mal einen Eindruck gewonnen hast, wie es momentan in Deutschland läuft? Wenn ich mir zunächst die Situation vorstelle 2020, das war noch vor der Pandemie, als ich hier in München war, am Rachel Carson Center, da war ich ja sehr überrascht über die Konsumentenbewegung und besonders, dass die agroökologischen Produkte so stark hier präsent waren, besonders in München. Ich habe ja in München gewohnt, 3 Monate, und ich war total überrascht, dass das, was wir früher so als eine kleine Nische betrachtet hatten, oder ich dachte immer, das ist so der Fair Handel, ne? Da kann man ja sehen, wie die gesamte Klimabewegung auch, oder ich sage jetzt schon mal die Umweltschutzbewegung, in diesen vielen Jahren, als ich in Brasilien war, zugenommen hat. Das war so mein positiver Eindruck. Und dann bin ich ja zurück im März 2020. Das war noch der letzte Flug vor der Pandemie. Ja, genau. Ne? Ja. Und das war noch der letzte Vortrag hier in Fürstenfeldbruck, den ich gemacht habe. Dann habe ich ja diese 2 Jahre in Brasilien verbracht, völlig isoliert. Ne? Und als ich dann zurückkam, 2022 im August, dann musste ich mich zunächst mal aktualisieren. Ne? Mhm. Also das mit dem Krieg war für mich ganz neu, obwohl der Krieg schon lange im Gange war. Aber das sind so die Themen, die ich ja 2020 so besonders bemerkbar hier gesehen habe, dass die Ziele, die sich eine Regierung gesetzt hat, die dann ja auch schon gewählt war, oder diese Koalitionsregierung, ich habe diesen Koalitionsvertrag in Brasilien gelesen, ich war da sehr positiv überrascht, auch in einer Zeit, in der wir in Brasilien ja uns nur sowas wünschen konnten. Ne? Ich habe mir zum Beispiel gehofft, dass sofort ein Pestizid-Exportverbot kommt, ne? Die Seite 151 im Koalitionsvertrag zeigt das ganz deutlich, auch was die Verhandlungen EU-Mercosur angehen, besonders auch die Ziele, wie viel ökologische Landwirtschaft man sich bis 2030 vorstellt, diese Ziele fand ich schon ganz positiv. Und als ich aber da war, deswegen sage ich immer, ich muss mich so ein bisschen aktualisieren, da war das irgendwie nicht mehr so stark präsent. Also diese Diskussion um Klima
und die Diskussion auch um das Artensterben, was für mich ja noch schlimmer ist als Klimakatastrophe, ja. Weil die Arten, die weg sind, die kann man ja nicht mehr wieder retten, ne? Obwohl man bei der Klimakatastrophe immer noch hofft, auch wenn es mehr als 1,5 Grad sind, könnte man vielleicht später das nochmal nachholen oder ein bisschen wieder zurückkommen. Bei Artensterben geht das nicht. So habe ich doch sofort erleben müssen, dass die Zielsetzung der neuen Regierung nicht mehr die ist, die ich mir vorgestellt hatte. Und ich würde sogar zu meiner großen Enttäuschung sagen, dass es Sachen gegeben hat, die vorher viel stärker waren, wie zum Beispiel im BMZ habe ich das Thema Agrarökologie gesehen. Also Entwicklungshilfe. Ja, die Entwicklungshilfe hat ja auch sich zum Ziel gemacht, Wissenszentren in Afrika aufzubauen, um Bauern zu unterstützen bei der Agrarökologie, jetzt auch in Indien. Und ich sehe, dass das Wort Agrarökologie in diesem Koalitionsvertrag schon gar nicht mal so vorkommt und noch nicht mal in der Regierung formuliert wird. Und das ist eine Regierung, die eigentlich auch mit Beteiligung der Grünen stattfindet. So bin ich etwas enttäuscht über die Lage in diesen Monaten. Also ich habe ja versucht, mit vielen Politikern zu reden zu dieser Zeit. Ich war auch wieder auf der, wir haben eine SAT-Demo in Berlin und bei so vielen Treffen, die ich hier immer wieder erleben konnte. Jetzt merke ich doch so, dass die Klimaziele, die man im Pariser Abkommen 2015 festgelegt hat, und Deutschland hat dabei eine sehr große Rolle gespielt, dass das jetzt eher von Präsidenten wie dem brasilianischen angesprochen wird, so als auch Neues vom brasilianischen Präsidenten, der jetzt wieder Präsident ist, hatte ich das auch nicht so erwartet. Ne? Das heißt, ich habe vielleicht immer wieder Hoffnung da, wo ich nicht bin. Ne? Ist ja auch ein komisches Gefühl, das hatte ich früher auch mal, dass man da, wo man lebt, nicht so das mehr erleben kann, wie man es sich vorgestellt hat. Das ist so mein erster Eindruck. In der Bevölkerung breitet sich Angst aus. Und in dieser Angst zieht man sich zurück und will eigentlich nicht noch mit anderen Themen belastet werden. Und die Angst ist natürlich ganz stark getrieben jetzt. Der Krieg ist zwar noch relativ weit weg, aber die Auswirkungen sind ja ganz stark im Bereich der Energie. Und da ist ja ein Riesenunterschied, soweit ich das mal einfach beurteilen kann. Wir sind ja in Deutschland wahnsinnig abhängig praktisch vom Energieexport. Der Bundeskanzler und der Minister Habeck waren ja auch drüben und wollen da ganz schon stark Energiepartnerschaften mit Brasilien machen. Das heißt, Windkraft vor allen Dingen gleich umwandeln in Wasserstoff und von daher können wir auch wieder notfalls sogar E-Fuel beziehen. Wie siehst du das? Ja, der Schritt zu erneuerbaren Energien kann ich nur begrüßen. Das große Problem ist, wenn man manche Entwicklungen wie die der Bioethanolindustrie oder Biodieselindustrie diese Agrartreibstoffe als nachhaltig sieht. Mhm. Und das ist dann vielleicht auch so die Wiederholung unserer Geschichte, dass lateinamerikanische Länder und insbesondere Brasilien sich weiter auf Monokulturen basieren sollen. Und die Agrartreibstoffe entstehen aus Monokulturen wie Zuckerrohr, was noch schädlicher ist als die Sojamonokultur, woraus man dann auch Biodiesel macht. Und dass man dann aufgrund der Energiekrise versucht, manchmal solche sehr umweltschädliche Produktionen oder Formen der Produktionen als nachhaltig zu beschreiben. Das ist, das hatten wir auch schon mit dem Wasserwerk in Brasilien. Das muss man ja auch sagen. Ne? Die Staudämme zum Aufbau von Wasserwerken, die haben ja dazu geführt, dass wir auch sehr viele Menschen vertrieben haben. Dadurch ist ja die Bewegung der von Staudämme betroffenen Landlosen, MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, entstanden, eine Bewegung, die ich immer stark unterstützt habe, aber auch eine riesige Umweltzerstörung dadurch,
Und es gab ja da auch noch Unfälle, die man dazu rechnen kann. Es gibt auch noch eine Energieverschwendung. Auch diese riesige Wasserkraftwerke, wie Daibu zum Beispiel, die völlig absurd sind, auch was Korruption angeht. Also da gibt's auch eine Geschichte dahinter, die man sehr kritisch sehen muss, weil das ist nicht alles grün. Auf der anderen Seite sehe ich es sehr kritisch, wenn man mit diesen E-Fuels oder diese Agrartreibstoffe versucht, dann die Verbrennungsmotoren wieder in eine neue Phase zu bringen. Das hat dann vielleicht auch mit diesem Mercosur-Abkommen zu tun, dass die alten Verbrenner zu uns kommen mit weniger Zoll und auch Autoanteile. Und das ist vielleicht auch ein Thema, das wir diskutieren sollten. Brauchen wir überhaupt so viele Autos? Sollten wir nicht in Brasilien auch mehr Züge haben? Sollten wir in Brasilien nicht eher auf kollektive oder öffentliche Verkehrsmittel setzen, die sehr schlecht sind für ein Land, das so viele Menschen hat, so große Städten, wo das völlig vernachlässigt wurde oder abgebaut wurde durch dem Interesse der Ölindustrie, aber auch der ganze LKW, Fahrerindustrie, würde ich jetzt mal sagen. Also diese Transporte, die in Brasilien sehr kompliziert sind, weil wir keinen Zug haben, das ist auch eine Diskussion, die vielleicht damit zusammenhängen sollte. Wenn Deutschland tatsächlich Brasilien dabei helfen will, wie das jetzt der angekündigte Ziel war, dass man jetzt Lula helfen will, dass die Frage der Nachhaltigkeit ganz wichtig ist, die Entwaldung, Amazonas soll ja auch zurückgehen, auch im Cerrado, und wenn man da tatsächlich was tun will, da sehe ich große Chancen in der Kooperation Deutschlands, und wir hätten auch viel zu lernen vielleicht von Deutschland, andersrum ja, vielleicht da, auch aus Brasilien. Da werde ich gerade einhaken, auch von wegen Lernen von Deutschland. Du hast vorhin gesagt, mit den vielen Autos, ich meine letztlich, so wird es in Deutschland immer dargestellt, die Welt schaut auf uns. Das heißt, wir sind jetzt bei den regenerativen Energien sozusagen Vorreiter und dann sollen sie alle das so nachmachen und dann wird sozusagen alles, die ganze Welt nur noch von Sonnenenergie leben, was im Prinzip ja möglich ist. Ja? Aber allein der Aufwand, der dazu notwendig ist, auch Windkraftwerke sind nicht umsonst, ist ja auch eine Menge Rohstoffe dahinter, Solar auch genauso, ist ein Ziel, im Moment jedenfalls wird es bei uns so diskutiert, das soll ersetzen, sogar vielleicht noch wieder Wachstum erzeugen, aber es redet bei uns zumindest von den Politikern her kaum jemand darauf, es sollte mal ein bisschen vielleicht auch weniger werden. Ich meine, es gab hier im Landkreis Fürstenfeldbruck nach 2000 eine Gründung von Ziel 21. Das war damals das Ziel oder ist es immer noch? Der Landkreis soll bis 2045 jetzt, wenn man es zusammennimmt mit den normalen Zielen, sozusagen autark werden, energieautark werden. Und da war damals schon ganz klar, das ist überhaupt nur erreichbar, wenn wir die Hälfte Energie einsparen. Und davon redet keiner mehr. Das heißt, von den drei Grundzielen der Nachhaltigkeit, praktisch der Effizienz, der Konsistenz und der Suffizienz, wird die Suffizienz mehr oder weniger unterdrückt? Nee, das können wir uns nicht leisten. Verzicht, schon gleich gar nicht, Maßhalten, nee. Da gewinnen wir keine Stimme. Und damit würden wir aber natürlich der Welt, meine ich, ein positives Beispiel senden. Ja, wir haben es erkannt, wir haben ökologischer Fußabdruck, ist jetzt erst gewesen. Deutschland hat am 4. Mai praktisch seine Ressourcen verbraucht, war ja diese Woche. Wäre notwendig, dass wir praktisch runterfahren von unseren Ansprüchen und da ein positives Beispiel setzen. Ist das in Brasilien überhaupt noch im Blick, dass das vielleicht sinnvoll wäre, dass die reichen Industriestaaten auch mal ihre Aufgabe erfüllen und hier ein bisschen auch in sich gehen und sagen, wir können nicht überall die ganze Welt ausbeuten, um unseren Wohlstand zu halten und vielleicht sogar noch zu verbessern? Ja, wenn ich sage, man kann was von Deutschland lernen, meine ich besonders, dass wir von der Zivilgesellschaft aus Deutschland was zu lernen haben. Weil so paradox es jetzt auch klingt, hat der brasilianische Präsident es ja auch schon mal formuliert, dass wir suffizienter produzieren sollen, dass wir nicht mehr so viel brauchen. Und jetzt kommt Lula auf die großen Konferenzen und sagt, ja, wir haben diese biologischen Vielfalt hier, wir haben so viele Böden, wir haben auch so viele Produktion an Nahrungsmitteln, wir müssen jetzt nicht unbedingt nur noch mehr, wir können auch
uns gut ernähren. Das ist ja das Paradox. Wir haben Hunger in Brasilien, ein Land, das zu viel Eiweiß produziert. Wir produzieren zu viel Soja und zu viel Fleisch. Wir haben auch so langsam jetzt eine Konsumentenbewegung in Brasilien. Echt? Nach der Pandemie festgestellt. In der Zeit der Pandemie hatten sich ja viele Gedanken gemacht, wie sie zu Nahrungsmitteln kommen zum Beispiel. Dann sind sie direkt zu den Bauern gegangen. Wir haben eine Zunahme von 30% ökologischer Lebensmittel unter der Pandemiezeit, ohne eine Unterstützung von der damaligen Regierung, die ja fast alles gestrichen hat, ohne dass wir diese Schulspeiseprogramme hatten, die auch gekürzt wurde. Also wir sind aus der Pandemie gekommen mit einer größeren Konsumentenbewegung, die sich auch für Sachen einsetzt, die hier ja schon längst bekannt sind. Und das ist besonders auch bei Jugendlichen festzustellen. Schön. Brasilien ist auch keine Insel dabei. Da gibt es auch Jugendlichen, es gibt da auch, ich würde das besonders nochmal auf Frauen jetzt beziehen, also jungen Frauen, die sich für Umwelt interessieren. Auch im Süden gibt es jetzt eine Vegetarierbewegung, also das im Süden Brasilien, muss man immer sagen, das ist ja das Gebiet der meisten Fleischfresser der Welt, ne? Und dass es auch bei uns solche Entwicklungen gibt und dass die dann nochmal politisiert werden. Also ich habe ja kein Problem mit dem Wort Politisierung, ich habe Problem mit dem Wort Entpolitisierung. Ne? Dass auch Themen so wie die Agrarökologie oder wie erneuerbaren Energien, wie weniger Fleisch, wie Suffizienz, hatten wir jetzt hier angesprochen, auch in der Zivilgesellschaft jetzt ankommen. Und wenn der Präsident es auch mal irgendwann sagt, dann hat es auf Konferenzen manchmal formuliert, er macht das ja so ähnlich wie die brasilianische Fußballtrainer, ne? Die sagen manchmal auch, a melhor defesa é o ataque, also die beste Abwehr ist der Angriff, ne? Weil er weiß, dass er zu Hause Schwierigkeiten hat, auch mit dem Parlament, hat er eine Minderheitsregierung sozusagen zu führen. Dann geht er ins Ausland und spricht sich vor ganz wichtigen Themen aus und geht so wie in den Angriff. Was muss die Welt verändern? Würde dann so ein, wie ein Weltpolitiker manchmal erscheinen, ist auch so angenommen worden in vielen Medien und kümmert sich um Sachen, die paradoxerweise für Brasilien neu sind, dürften nicht neu sein, aber mit so einem riesigen Land, ne, das ja erst 1985 wieder zur Demokratie gekommen ist, ist es auch überraschend, dass wir jetzt eine Regierung haben, die sich für Umwelt einsetzt. Und da sehe ich jetzt eine große Gemeinsamkeit mit dem, was wir schon früher immer so als Hoffnung hatten, dass doch aus Brasilien eine Umweltbewegung notwendig ist, die sich mit der Konsumentenbewegung verbindet, damit wir sowas Ähnliches erreichen wie das Bewusstsein in Deutschland. Das war, was ich sagte, was man aus Deutschland lernen kann. Ne? Wie weit ist jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Europa nicht unterschreibt, das ist ja eine Begründung, dass sie jetzt dringend unterschreiben müssen, dass sonst die Chinesen sich noch breiter machen in Lateinamerika. Das heißt, selbst wenn der Soja-Import nach Deutschland reduziert würde, würde das Ganze in Richtung China gehen. Wie siehst du das? Also ich sehe das schon derzeit. Also es sind ja 70 Millionen Tonnen Soja, die nach China verkauft werden und 35 Millionen, also die Hälfte davon, nach Europa. Echt? Ja, und mit dem Mercosur-Abkommen wird sich daran fast nichts ändern. Also Soja ist ja schon zollfrei. Die einzige Sache, worum es dann noch geht bei Soja, ist, dass in Argentinien eine Exportsteuer entstanden ist, damit sie da auch mit den Außenschulden und die ganze Wirtschaftssituation besser zurechtkommen konnten, dass man das abschafft, also diese Exportsteuer aus Argentinien. Aber mit Brasilien und EU oder sage ich mal, mit dem Mercosur-Abkommen hat jetzt die Soja keine großen Vorteile oder Nachteile, egal wie es kommt. Es wird weitergehen. Was dabei eine Rolle spielen kann, ist dann die Fleischproduktion aus Brasilien, die zollfrei nach Europa kommen kann oder soll. Und um diese Menge von Fleisch zu produzieren, werden wir dann vielleicht mehr Soja gebrauchen für die eigene Produktion von Rindfleisch. Und da geht beides nicht, wie manche sich in Deutschland vorstellen, dass man diese Rindfleisch
Importe vorantreibt, ohne dass dadurch mehr Entwaldung entsteht. Mhm. Also das kann man dann nicht beides. Mhm. Ich weiß, dass das so ein Wunsch ist, und das habe ich oft gehört von Regierungen oder Politikern in Deutschland derzeit, dass man sowohl mehr Rindfleisch aus Brasilien will, aber ohne Entwaldung bitte. Also das ist sehr schwer, weil genau das ist ja einer der Gründe der Entwaldung in den letzten Jahren gewesen. Und auch diese sogenannte also entwaldungsfreie Soja, die dann danach kommt, ne, nach der Viehzucht, ne, die ist ja ursprünglich mit Entwaldung verbunden gewesen. Zunächst hat man da Holz genommen, dann kam die Bergbauindustrie, da kam die Viehzucht und danach kam die Sojaproduktion. Diese Sojaproduktion hat auch mit Entwaldung zu tun gehabt, aber die ist dann als entwaldungsfrei bezeichnet. Ja, ne? Ja. Deswegen ist für mich auch diese Geschichte mit der Lieferkettengesetzgebung ganz wichtig. Vielleicht noch wichtiger als diese Diskussion um EU-Mercosur, das sowieso veraltet ist nach meiner Ansicht. Ein Giftvertrag ist, so bezeichne ich ihn manchmal, und auch umweltschädlich ist, und deshalb ist es auf Soja bezogen, nur mit Fleisch oder mit Biodiesel verbunden. Eine kleine Anekdote dazu, ein Bauer hier aus dem Landkreis hat mir einen Leserbrief geschrieben, da ging es auch um den Sojaimporte, und er gesagt hat, er müsste ja schon längst jetzt, weil ja letztlich auch bei uns ja durch die Viehwirtschaft ganz gut wieder die Nährstoffe wieder in den Boden zurückkommen, da müssten wir längst schon Containerschiffe nach Brasilien mit unserem überflüssigen Gülle und Mist zurückschicken, damit dort die Böden natürlich regenerieren. Und da ist jetzt konkret ein Thema, was du auch schon mit Lieferkettengesetz angesprochen hast. Wir haben auch von Campo Limpo aus mehrere oder alle eigentlich von der CSU Abgeordneten im Europaparlament angeschrieben mit brasilienspezifischen Themen und haben unter anderem dargestellt gebracht, dass eben jetzt Bayer und andere Firmen praktisch noch Pestizide nach Brasilien verkaufen, die längst in Europa schon verboten sind. Und das Zweite, was aber auch jetzt aktuell im Krieg hochkam zu dem Thema, es fehlt bei uns der Stickstoff und Phosphor, weil die Ukraine nicht mehr liefert. Wie ernähren wie euch ihr eure Böden überhaupt, wenn ihr ständig Soja anbaut? Was geht da zurück in den Boden, außer quasi künstlich erzeugter Dünger? Ja, mit Stickstoff haben wir es sehr schön geschafft mit Forschung, dass Soja ja aus der Luft aufnehmen kann. Wir haben große Abhängigkeiten von chemischen Düngemitteln aus Russland. Und das hat auch in dieser Kriegssituation wieder zu Aufregung gesorgt, auch in der vorherigen Regierungen. Wir müssen weg von dieser auf Exporte basierte Landwirtschaft und auch die Industrialisierung der Landwirtschaft, wie sie immer noch stattfindet, dass wir 40 Jahre lang auf demselben Boden nur eine Pflanze haben. Und das ist natürlich absurd, weil da nutzen wir die Böden da aus und wir müssen da immer wieder chemische Düngung reinbringen. Und die landen dann hier in Vechtern, Kloppenburg, ich weiß nicht wo in Deutschland noch mehr, wo dann das Wasser voller Nitraten ist. Mhm. Also das ist ja unser Problem weltweit auch, die Kontamination von Wasser. Und dass diese Agrarglobalisierung, wie sie stattgefunden hat, eigentlich gescheitert ist. Wir müssten weg davon und mehr auf eine regionale oder ich sage sogar lokale Produktion von Nahrungsmitteln kommen müssen, die weniger von langen Transportwegen abhängt und dadurch auch diesen Nährstoffzyklus wiederherstellt, dass wir das, was ein Prinzip der Agrikultur ja eigentlich ist, also Landwirtschaft, nicht nur auf Wirtschaft basiert, sondern dass alles, was in einer Region hergestellt wird, nicht nur an Produkten, an Waren, sondern selbst auch die Landschaft, also dass alles, was wir da produzieren, auch mit der Frage der Souveränität eines Landes zu tun hat. Das heißt, wir müssten mehr daran beteiligt werden an Entscheidungen, die mit unserem Essen zu tun hat, die mit unserer Infrastruktur zu tun hat, die mit unserer Energieproduktion zu tun hat. Das ist eigentlich zusammengefasst das Ganze. Ne? Ja. Also deswegen sage ich auch immer, Agrarökologie ist ein Projekt für das Leben. Also es ist nicht nur Produktion. Es hat mit Natur zu tun, hat mit Produktion zu tun, hat aber besonders mit Lebensqualität zu tun. Und das ist auch, was ich in Deutschland dann so gelernt habe, besonders in Bayern. Ne? Wenn man das so betrachtet, als Territorium
und Verbesserung der Lebensqualität, wofür auch Wissen ganz wichtig ist, dann versteht man auch, dass alles irgendwie zusammenhängt. Ne? Das, und da das ist genau unser Motto. Das haben wir da oben am Plakat für heute Abend. Sag's nochmal schön in deiner guten bayerischen Sprache. Habe ich gelernt, weil alles irgendwie zusammenhängt, und das ist für uns das irgendwie nochmal eine Aufgabe des Wissenschaftlers, es zu sagen, weil die Bauern haben es schon seit Jahrtausenden verstanden, dass alles zusammenhängt. Aber dass alles zusammenhängt, irgendwie, dieses irgendwie ist dann eine Aufgabe auch eines Wissenschaftlers. Und deswegen, aber ich meine, da kommt jetzt genau das rein, übrigens nur zu dem Spruch, auch eine kleine Anekdote. Dieser Abend heute läuft ja praktisch auch von etlichen Mitträgerorganisationen, und eine ist jetzt das vielleicht etwas Ungewöhnliche, wir transformieren Bayern, da haben wir das ja oben auch in die Überschrift reingebracht, und das ist eine Initiative. Wir sind drei Träger dieser Aktion, die hier eben beteiligt sind, dadurch hat es die ganze Transformation auch bekommen. Das ist die ABL, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, Bund Naturschutz und wir vom Nord-Süd-Forum. Aber auf dem Plakat ist noch was Nettes drauf, und da kannst du mal ein bisschen erzählen, was du auch als Wissenschaft konkret in Brasilien geschafft hast mit deiner Gründung dieser Universität. Ja, ich stehe da mitten in einer Sojaproduktion, die Monokultur, gentechnisch verändert, pestizidbelastet, und hinter mir wächst so etwas raus wie ein Campus einer neuen Universität, die ich als Bauernuniversität bezeichne. Die erste Universität Brasiliens, die von den bäuerlichen Bewegungen auf dem Land entstanden ist und die was ganz Besonderes hat. Die hat auch die Agroökologie ganz oben als Zielsetzung, und da wollen wir hin. Und wir wollen dahin, und das habe ich ja vorher versucht auch zu formulieren, um dieses irgendwie besser zu verstehen. Wenn alles zusammen, also wenn alles miteinander zusammenhängt, dann müssen wir ja auch verstehen, wie die Natur reagiert, wie die Natur funktioniert, und daraus unsere Schlussfolgerungen ziehen und nicht umgekehrt. Das ist leider so, dass mit Wissenstransfer oft versucht wird, die Natur an unser Wissen anzupassen und auch dadurch dann bäuerliche Strukturen abzubauen. Sinnvolle Produktionsformen wurden dadurch zerstört, die Indigenen werden dadurch vertrieben, und die haben das Recht, mit der Natur zusammenzuleben, so wie sie es auch in Jahrtausenden entwickelt haben. Ich sage immer so schön, der Amazonaswald ist schön, aber der ist nicht umsonst so entstanden, der ist auch so wie ein großer Garten, der gepflegt wurde von Menschen, die da Wissen entwickelt haben, um mit dieser biologischen Vielfalt umzugehen. Und dieses Wissen, dieses traditionelle Wissen von Bauern und Indigenen, sollte mit dem Fortschrittlichsten, was wir in der Wissenschaft kennen, kombiniert werden. Und unsere Universität versucht es, ganzheitlich, fachübergreifend und kontextbezogen zu forschen. Deswegen haben wir da jetzt auch was Neues. Das ist unser Observatorium, also eine Beobachtungsstelle der Folgen der Sojaproduktion im Mercosur. Und das ist unser Campus Chapecó. Das ist so die Stadt, die bekannt ist für die Massentierhaltung Brasiliens. Und da entsteht aus dem Widerspruch der Sojamonokultur und der Massentierhaltung Brasiliens eine Universität, die sich für Agrarökologie einsetzt. Sehr schön. Und da hast du zwischendrin ja auch immer wieder auch erzählt, schon vor 3 Jahren, dass das Ganze natürlich auch gewackelt hat und da sich letztlich eine Regierung auch wie Bolsonaro auch hier einmischt und letztlich versucht, wieder diese Volksbewegung sozusagen wieder rauszunehmen aus der Universität. Ja, weil Wissen ja auch mit Politik zu tun hat. Ich würde sogar sagen, es gibt nichts, was ein Mensch tut, das nicht politisch ist, weil alles, was wir tun, Auswirkungen auf anderen Menschen hat, Auswirkungen auf die Natur und andere Lebewesen hat. So ist auch eine Universität sehr politisch, weil wir haben gerade Zugang für Menschen, die in der Geschichte Brasiliens keinen Zugang zur Hochschulausbildung hatten. Und das ermächtigt ja auch Menschen, beteiligt zu sein an der Politik. Und deswegen war für die vorherige Regierung das eine Gefahr. Also wir müssen ja mehr Demokratie in Brasilien haben, um diese Trends auch abzuschaffen, die immer noch in der Zivilgesellschaft sind. Aber wenn du jetzt gerade sagst, in Brasilien müssen wir das machen, da würde ich jetzt mal sogar bei uns sagen,
auch bei uns ist die Demokratie bei Weitem jetzt nicht dort, wo sie sein sollte. Das heißt eher jetzt auch, ich schiebe das wieder mal ein bisschen auf die Angst, aber auch auf die Müdigkeit, dass wir letztlich satt sind und sozusagen jetzt einerseits die Freiheit wollen, das ist ein typisches Thema meinetwegen auch, wo wir uns eingesetzt haben, beim Thema Tempolimit, das ist nicht machbar, weil wir die Freiheit wollen, eben zu rasen, wie wir gern möchten, was das immer auch für Konsequenzen hat. Aber dafür was zu tun, dass wir als Zivilbevölkerung die Politiker unterstützen in dem, was wir für richtig halten und so weiter, aber nicht nur mehr einmal in der Stimme pro 4 Jahre oder in Land, jetzt wir haben ja demnächst Wahlen in Bayern hier, einmal eine Stimme abzugeben, sondern dass wir immer mehr oder weniger Demokratie weiterentwickeln müssen. Das ist bei uns eher, meinem Gefühl nach, am Zurückgehen und bei euch eher wieder am Vorkommen, wieder durch die gerade noch so knapp vielleicht auch politisierte gewonnene Wahl. Und da habe ich jetzt fast das Gefühl, wenn ich das so sagen darf, dass ihr in Brasilien momentan eigentlich eine bessere Zukunft vor euch habt und wir in Deutschland im Grunde genommen, wenn das so weiterläuft, eher zurückkommen mit unseren tollen Vorbildfunktionen. Nach einer Welle an Hoffnung 2020 habe ich 2022 schon gemerkt, dass hier die Demokratie auch ans Wackeln gekommen ist. Ja. Und in Brasilien hat sich dann wieder was gedreht. So genau. Langsam. Und ich hoffe, dass es in die richtige Richtung geht. Ja, und die einfache Suche nach billigen Rohstoffen muss aufhören, ja. Weil das ist ja jetzt, was wir so sehen in der Debatte. Und andererseits ist das mit der selben Höhe, also man auf Augenhöhe reden muss mit allen Menschen auf dieser Welt und dass wir alle Formen von Diskriminierungen abbauen müssen. Ja. Auch die Kolonialgeschichte ist noch nicht zu Ende. Ja. Und da hast du mal auch in einer Rede in 2020 da beim Bund Naturschutz auch gesagt, da ging es auch um das alles hängt mit allem zusammen. Ich lese mal direkt vor, weil mir die Passage wichtig erschien. Man kann also sagen, dass es die Menschheit schon weit gebracht hat, um vom Gesamten zum Partikulieren zu kommen. Aber der Rückweg zum Gesamten scheint eher schwierig, jedoch entscheidend, denn die Natur wird wiederum als Ganzes betrachtet werden. Auch die Wechselwirkungen zwischen Natur, Mensch und Gesellschaft zu verstehen, ist entscheidend, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Denn das hängt mit der Frage der Gerechtigkeit zusammen. Und das hat man noch nicht so sehr, die Gerechtigkeit jetzt mal allein als Verhältnis von Arm und Reich oder was ist gerecht. Und da hast du zum Schluss noch gesagt, ökologische und soziale Probleme treten meist gemeinsam auf und deshalb sind Umwelt und Gesellschaft nicht zu trennen. Und das ist jetzt auch ein bedeutender Konflikt hier. In dem Moment, wenn man was für den Klimaschutz tut, muss es sozial gerecht sein und das hinzubekommen. Da gibt es verschiedene Ansätze, aber das allein mit dem Emissionshandel hinzubekommen und dem Markt zu überlassen, wird es nicht sein. Also auch das ist ein Riesenthema hier in unserer eigenen Gesellschaft geworden. Und wie schaut es in Brasilien aus? Hast du da Hoffnung vielleicht, dass auch hier die krassen Gegensätze zwischen Süd und Nord in Brasilien, auch zwischen Arm und Reich, durch die neue Regierung wenigstens wieder ins Gespräch kommen? Ja, wenn man das Ökologische mit dem Sozialen verbinden möchte, kommt man nicht von der Demokratiefrage vorbei. Das ist ja genau das große Thema in Brasilien gewesen, dass wir für mehr Demokratie sein müssen, weil jede faschistische oder totalitäre oder sogar diktatorische Regierung, die kommt ja nicht so einfach als gewalttätig sofort, die kann eher erscheinen, wenn die Menschen die Schnauze voll von Politik haben. Mhm. Also wenn sie nicht mehr mitmachen wollen, dann verlieren wir dieses Soziale. Und dieses Soziale ist eigentlich das Entscheidende. Und ich bin da irgendwie froh, dass wenigstens auf der akademischen Ebene sich so ein Verständnis etabliert hat. Vielleicht dauert das noch, bis das alles auch in Regierungen begriffen wird. Mhm. Weil das ist auch immer wieder getrennt. Jeder Ressort ist ja getrennt immer noch. Ne? Und in Brasilien haben wir es diesmal geschafft unter dieser Regierung, dass die Frage der Nachhaltigkeit jetzt fachübergreifend in der Regierung angekommen ist. Paradoxerweise ist das in der Gesellschaft noch nicht so weit. Haben wir jetzt in Brasilien diese paradoxe Situation, dass eine Regierung mehr Demokratie möchte, mehr Umweltschutz möchte, auch mehr Gerechtigkeit, für mehr Gerechtigkeit eintritt, aber wir haben mit einer Demobilisierung der Gesellschaft zu tun. Und Regierungen ohne eine soziale Mobilisierung sind schwer.
Und in Deutschland hätten wir vielleicht eine soziale Mobilisierung gehabt, das hat dann jetzt geschichtliche Unterschiede, aber Regierungen sind immer noch sehr beängstigt, sozialen Bewegungen zu akzeptieren. Ja. Das haben wir zum Beispiel in Lützerath gesehen. Und sogar von Parteien, die früher dabei waren. Also, ja, dass man Menschen befürchtet, wenn sie sich organisieren. Aber in dem Zusammenhang nur vielleicht nochmal zum Schluss zurück zu dem Lieferkettengesetz, wo wir auch Enttäuschung erlebt haben. Ich meine, in Deutschland ist es jetzt seit 1.1. diesen Jahres in Kraft, denn nur sehr bescheiden, erstmal nur für Unternehmen wie über 3000 Beschäftigte und auch mit vielen Einschränkungen. Aber was hat der bayerische Ministerpräsident Söder gemacht? Er hat im Bundesrat einen Antrag gestellt, dass das ausgesetzt wird, weil es den Unternehmen doch so schlecht schon geht. Und da kann man das, ist natürlich jetzt nicht, Gott sei Dank, nicht durchgekommen. Ja? Aber der Schutz der Unternehmen, der Schutz des Wachstums ist so wichtig. Und in dem Zusammenhang war kürzlich erst im Fernsehen, unter der, ich glaube, Fakt hieß die Sendung, ist der maßgebliche Abgeordnete im Europaparlament gefragt worden, jemand von der CSU, ich glaube, er heißt Liese, diese Frage der Macht bei uns in der Gesellschaft, wie weit die Unternehmen und große Konzerne hier wahnsinnig Zutritt in die Regierungen, in die Ministerien rein haben und die Bevölkerung misstrauisch beäugt wird. Und es ist wahnsinnig schwierig geworden, überhaupt an Abgeordnete ranzukommen. Und das ist unsere Aufgabe mit, und ich fühle mich durch unser Gespräch jetzt sehr gestärkt, wieder auch in der Richtung weiterzumachen, trotz aller Rückschläge. Ja, das ist auch, was ich auf der Veranstaltung über den Preis, den Naturschutzpreis, damals gesagt habe. Ich habe mich damals gestärkt mit der Bewegung hier in dem Lande. Ich habe hier wieder Hoffnung entdeckt in einer Zeit, als es bei uns sehr schwierig war, als wir selbst als Wissenschaftler, als Künstler, als Umweltaktivisten, Menschenrechtsaktivisten verfolgt wurden vom Staat. Und ich sagte immer, ich erinnere mich schön an Herbert Marcuse. Und Herbert Marcuse hat auf seinem Grab dieses schöne Wort verewigt. Weitermachen. Machen wir mal.